Hallo zusammen, Leute. Es ist gut und gerne ein Jahr her, da ich zum letzten Mal im Taibambu Guesthouse war. Und wie so oft in letzter Zeit kam es mal wieder zu einem Missverständnis. Wir hatten uns hier mit Rüdiger kurz vorm Rudi verabredet. Lajos und wie. Und Rüdiger ist nicht da. Der ist schon unterwegs zum Markt. Der findet ja jede Woche Mittwoch statt. In Scharam. Und kümmert sich um sein Hardware-Café. Jo, wie Lajos. Und Lajos hat gerade den Rüdiger an der Strippe. Ja, Rüdiger ist schon weg. Rüdiger also ist weg. Also den sehen wir heute nicht mehr. Sehen wir heute nicht mehr, doch später am Markt, ne? Der oder? Fin- Bitte was? Ja, später am Markt. Ja, am Markt sehen wir. Ja. Am Markt sehen wir den Rüdiger. Schauen wir uns an. Ja. Wir machen gerade ein Video. Jo, okay, schauen wir mal. Hier alles noch ziemlich beim Alten, Leute. Also hat sich nichts getan, außer dass alles noch ein bisschen dichter bewachsen ist. Verbrachte ich auch mal eine Nacht hier. Ja, es wirkt schon über ein Jahr her. Ich denke mal, war voriges Jahr im Februar oder März. Ich glaube, das Spalier ist neu. Und das sind dann die Bungalows. Wurden schön in die Landschaft integriert mit dieser Holzverkleidung. In dem Haus wohnt Rudi mit seiner thailändischen Frau. Hier ein kleiner Barbereich. Die Wachhunde sind allerdings mit jedem Freund. Manchmal finden hier Kickerturniere statt. Dann geht es hier turbulent zu. Wir waren so frisch und dreist, haben uns mal selber bedient hier mit Wasser. Ne? Ja, wenn der Hausherr nicht da ist, ja, eben, müssen wir uns selbst versorgen. Selber schuld. Ja. Wir holen jetzt die guten Sachen raus. Genau. Ich glaube, die Miete für die Bungalows beträgt zwischen 400 und 800 Baht, je nach Saison. Muss aber später Rudi noch mal fragen. Der ehemalige Swimmingpool wurde umfunktioniert. Lohnt sich zurzeit nicht, kaum Gäste da. Und so einen Swimmingpool zu unterhalten, kostet auch richtig Geld, Leute. Der Kleine da, so ein halber Thai-Ridgeback, der ist ständig hinter mir her hier. Und da was für die körperliche Ertüchtigung. Ich glaube, das Solarpanel wurde auch neu angelegt und betreibt die Pumpe. Der Bursche steht gut im Futter. Ja, Lajos, wie sehen die Pläne für die Zukunft aus? Ich meine natürlich für den heutigen Tag oder den Rest des Tages. Ja, ich dachte mir, wir quatschen hier mit Rudi. Er ist ja leider nicht weg, nicht da. Hat uns vergessen oder, ja, er hat uns vergessen, wir haben ihn angerufen. Ich nehme an, so wie der drauf ist, aber der wollte uns nicht sehen. Kann natürlich auch sein, ja. Wir hatten der letzte Sonntag ja schon den Schlag gegeben, das hat ihm gereicht. Ja, denke ich auch. Aber den Gefallen tun wir ja nicht. Wir fahren nachher am Nachtmarkt und dann gehen wir da auf den Keks. Ja, okay. Da kann er sich nicht wehren. So Leute, gerade ist erfahren, der Lajos sagt, in dem Swimmingpool sind jetzt ca. 300 Fische drin. Also hier werden die Fischköpfe getrocknet und da oben Leber. Und warum wird das getrocknet? Was macht er damit? Das weiß ich nicht. Also ich denke mir mal, das essen die dann irgendwie, wenn es trocken ist. Keine Ahnung warum. Müssen wir nachher mal Rudi fragen oder die Pomp. Guten Appetit. Ja, Fische sind nicht zu sehen. Dem wird das auch zu heiß sein. 37 Grad in Scharm. Kinder beim Badestern. So, gerade mal 15 Uhr. Parkplatz haben wir gefunden und wir spazieren mal langsam zum Markt. Da ist selbstverständlich um die Zeit noch nichts los. Alles noch im Aufbau. Begriffen, wenn denn überhaupt. Normalerweise fangen die so jeden 4, 5 Uhr an. Und auch Hardware Café öffnet, glaube ich, auch um 4 Uhr. Typische kleine Seitenstraße. Einige Läden oder Stände geöffnet, wenn auch wenige. Oh, super. Da wird direkt Gebäck mitgenommen. Nein, beim Kek. Kek, ne? Okay, thank you. In Thai heißt Tang Fett. Und da noch alles im Aufbau begriffen. Und mal wieder im Hardware-Café. Meiner Meinung nach die beste Currywurst in der Umgebung. Heiße Creme. Da wurde der Grill angeschmissen. Besteck ist auch schon eingepackt.
So, wir schauen uns mal um. Wir sollen uns da hinsetzen. Ja. Der Einzige, der hier arbeitet, ist Rudis Frau. Mal wieder, wie immer, der ist unauffindbar. Interessante Theke aus Jägermeisterflaschen. Ja, die Brotsorten können wir bestellen, müssen allerdings vorbestellt werden. Und auch solche Sachen gibt es, solange der Vorrat reicht. Alles wird vorbereitet. Leider mit Bier, ich wie üblich mit. Es ist so. Mein Wasser ist auch vergessen. Ich spaziere hier mal kurz rum. Wirklich los geht es auf dem Markt erst gegen 16.30 Uhr. Und gerade erfuhr ich, dass sich im Hardware-Café 17 Leute aus Hua Hin angekündigt haben heute. Ist halt noch früh und übliche Marktatmosphäre hier. Da wird auch noch Fleisch aufgebaut. Sorry, Kraft. Auf dem Markt in Sha'am. Auf dem Markt in Sha'am gibt es diverse Gerichte, die sage ich in der Form auch noch nicht anderswo. Naja, sowas, Delikatesse für die Thais. Probiert habe ich das auch schon alles, aber muss ich um ehrlich zu sein nicht immer haben. Viele Sachen sind schon fertig abgepackt. Die brauchen noch 3 oder 4 Minuten. Und selbstverständlich gibt es auch einen Non-Food-Bereich. Da wird wieder fleißig frittiert. Und ich bin ehrlich, ich habe auch keine große Lust, bei 37 Grad über den Markt zu spazieren. Im Hardware-Café geht es zügig voran. Da werden mal Folienkartoffeln. Diverse Würste, gedünstete Zwiebel und leckeres Hühnchen. Natürlich blieb aber da alles bei mir hängen. Ne? Ich warte auf Rudi, wenn er noch lange braucht, da bin ich ja, Prost, halb angekommen. Also Currywurst, ach Spat, kann man nicht meckern. Ne? Ich werde ihn nachher mit Kartoffelsalat nehmen. Und wir wollen auch noch einen Schnitzel mit Kartoffelsalat mit nach Hause nehmen. Ja. Currywurst, Kartoffelsalat, zusammen 130 Baht. Ja, habt ihr schon mal so einen Schnitzel gesehen? Kostet mit Kartoffelsalat 200 Baht. War super lecker, wie immer. Ich bin fertig mit Essen. Und wir haben gerade beschlossen, die beiden müssen sich das Schnitzel teilen. Oder vielmehr, ich habe das beschlossen. Ja, so sieht's aus. Ja, da kam Rüdiger, war beim Friseur. Warum warst du beim Friseur, Rüdiger? Warum? Ja, ich wollte so gut aussehen wie du. Ach so, danke schön. Das ist aber nicht genug. Aber unsere Verabredung hast du wieder vergessen, ne? Welche Verabredung? Wir haben eine Verabredung, ja. Richtig, oh, nicht ja. Raus. Ich habe ja noch nichts gesagt. Drei Leute haben es gehört. Da habe ich das vergessen. So sieht das schon wieder anders aus. Sorry, dann... Nimm dir ein Bier, aber hast wahrscheinlich schon gemacht. Ich trinke nicht, wenn ich fahren muss. Dann nimm dir zwei. Ja, Lajos muss drücken. Portion reicht direkt für zwei Personen. Da ist sie, einer meiner treuesten Fans. Alles so. Gut. Guten Tag. Bei dir alles in Ordnung, Sigi? Rudi, du bist nicht live im Fernsehen. Ja, sagt er. Warte, ich guck mir das Video an. Ja, mach. Jo, da seht ihr den Kickerclub von Sha'am in Action. Das ist wieder die bayerische Entschuldigung. Genau, die bayerische Wiederholung. Gute Stimmung, ne? Also, die Jungs suchen einen Sponsor. Guck mal hier, die starren schon leicht angerostet. Also, wer den Kickerclub hier unterstützen möchte, gerne, ne? Lajos ist auch im Verein drin. Wenig los am heutigen Mittwoch auf dem Markt. Ich denke mal, den Leuten ist es einfach zu warm. So Leute, Schnitzel und Kartoffelsalat gehen mit.
falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.